nicht entdecken. Komm schon. Ella. Adlerfrau, was tat ich, dass dich erzürnte? Nichts. Ich will nur wissen, ob du gesehen hast, was dem Mädchen Myrto zustieß. Ich sah, dass sie etwas von deinem Festessen stahl. Dann wurde sie krank. Sie probierte es? Ja, verzeih mir. Bitte, bestrafe mich nicht. Was? Nein, natürlich nicht. Frau, strafe mich nicht mit deinem Zorn. Was? Warum sollte ich das tun? Dein Zorn ist bekannt. Wir wollen dich nur erfreuen, im Gegensatz zu diesem respektlosen Balg Myrto. Was hat Myrto getan? Das wage ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass Hexione Myrto ausschimpfte und sagte, du würdest sie für ihre Tat als Warnung an uns alle strafen. Das ist lächerlich. Ich muss Hexione finden. Grauhaariger, wo finde ich Priesterin Hexione? Ich muss es wissen. Die Priesterinnen haben einen Rückzugsort. Niemand weiß, wo er ist, denn er verbirgt sich vor dem einfachen Auge. Ich darf nicht mehr sagen, sonst beleidige ich sie oder dich. Diese Frauen sprechen nicht für mich. Sag es mir, oder ich werde wütend. Ja, natürlich. Sie ziehen sich in eine geheime Höhle hinter der Grenze zu Elis zurück. Zeit zu reden. Und los! Hexione,
Warum bist du aus dem Dorf geflohen? Ich ging, um mit meinen Schwestern zu sprechen. Wir müssen herausfinden, warum das Mädchen zusammenbrach. Hat Linu die himmlische Adlerfrau beleidigt? Oder werden wir von größeren Mächten des Olymps geprüft? Prüfen die Götter unseren Glauben oder dein? Sprich nicht in Rätseln. Sag mir, was du meinst, oder stell dich meinem Zorn. Zürnende Adlerfrau, wir wollen nur, was du willst. Ich will wissen, was Myrto zugestoßen ist, und ihr helfen. Wir haben für eine Antwort gebetet und sie erhalten. In der heiligen Höhle gibt es eine Pflanze, die sie retten kann. Doch für uns Sterbliche ist der Abstieg zu gefährlich. Ich werde sie holen. Bei Zeus, welch eine Bestie. Die Priesterinnen wollen mich einem Bären vorwerfen? Malakas. Erst der Bär, dann die Pflanze. Priesterinnen hoffen auf eine gepeinigte Göttin und nicht auf eine wütende Söldnerin. Da. Halt! Diese Pflanze eignet sich allenfalls für die Schweine. Sie wird nicht helfen. Malakka! Hexione, dein Bär ist tot. Du bist hier. Du lebst. Oh ja. Und ich bin wütend. Ich hoffe, ihr habt ein Gegengift für Myrto. Sonst? Sonst was? Haltet eure verlogenen Münder! Ihr habt Myrto vergiftet, um mich zu verletzen. Und als ich euch fand, wolltet ihr mich an einen Bären verfüttern. Ja. Nein. Das wollten wir nicht. Wolltet ihr nicht? Ihr verlogenen Malakas! Ihr habt Linu um den Finger gewickelt und lasst euch von den Bewohnern in meinem Namen versorgen. Das stimmt. Richtig, oh Himmlische. Ich bin keine Göttin, ihr diebischen Elstern. Gebt mir das Gegengift für Myrto oder ich spalte eure Köpfe. Und jetzt geht.
Ich habe Medizin für Myrto. Schnell, geben wir sie ihr. Cassandra? Shh, ruhig. Sie ist gerettet. Das war knapp. Das müssen die Dorfbewohner erfahren. Blickt in eure Herzen. Ihr werdet erkennen, dass ich nicht göttlich bin. Ihr kommt allein zurecht. Vielleicht hast du recht. Doch du hast Myrto gerettet. Das vergesse ich nie. Hab Dank, Adlerfrau. Du gibst uns den Mut, auf eigenen Beinen zu stehen. Wenn ich deine Statue fertiggestellt habe, wird sie das Dorf an deine Botschaft erinnern und ihnen als Inspiration dienen, für sich selbst zu sorgen.
beleidigt auf unsere Stimmen.